Viele rechnen schon bald mit einer russischen Offensive in der Ukraine, denn der erste Jahrestag der Invasion steht nun kurz bevor und die Waffenlieferungen, die kommen zwar jetzt langsam, aber es wird bei weitem nicht alles da sein am 24. Februar. Wie ist die Ukraine da aufgestellt und wird Russland genau dieses Momentum jetzt noch nutzen, bevor eben die geballte Kraft des Westens dort im Land vertreten ist? Nur Militärexperten erwarten, dass die russische Offensive beginnt, bevor noch eine substanzielle Zahl an Kampfpanzern, westlichen Kampfpanzern in der Ukraine eingelangt ist. Man rechnet damit, dass die Offensive in der Provinz Donetsk erfolgt. Dort kontrolliert die Ukraine immerhin noch etwa 40% des Territoriums und da möchte Russland vorstoßen, um die gesamte Provinz zu erobern. Das ist ja auch ein erklärtes Kriegsziel der russischen Seite und die Kämpfe um Bachmut, diese seit Monaten umkämpfte Stadt, sollen eben die Vorbereitung sein für dann eine Offensive in Richtung der ukrainischen Verteidigungslinie bei Kramatorsk und bei Slawiansk. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.